Und weil das Spiel so viel Bock macht, nehme ich auch direkt noch einen nächsten Part auf. Ich weiß nicht. Bei mir ist es bockt extrem. Es ist nicht viel. Es ist nur hin und her laufen und mit Leuten sprechen und so, aber es ist interessant und es macht einfach Spaß. So, wir machen natürlich weiter, wollte ich gerade sagen, hey. Okay, jetzt geht's bei der Akt 2, 21.26 Uhr. Also die Vorspeisen hätten sie echt ein bisschen länger machen können, das ist schon ein bisschen erbärmlich. Bei Yuri Matobas Tod scheint es sich um vorsätzlichen Mord gehandelt zu haben. Es ist auch recht wahrscheinlich, dass der Täter rechtshänder ist. Außerdem gibt es noch diese 12 Jahre alten Vorfälle. Einer davon könnte mit der Ermordung in Verbindung stehen. Wenn Mr. Okino der Mörder ist, dann war er möglicherweise in einen der Vorfälle verwickelt. Eins nach dem anderen, das überprüfe ich besser. Überprüfe Mr. Okino. Um die Schlussfolgerung anzusehen, drücke 1, wenn du Details einer geklärten Sachlage im Bildschirm Indizienkette siehst. Okay, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Typen sprechen. Ja, das ist natürlich auch grafisch wieder wunderbar gemacht, dass er gegen den Schrank läuft. Egal. So, jetzt ist die Frage, wo der ist. Moment, das ging doch auf Karte, oder? Ah ja, genau. Der ist im 5. Stock. Kann ich da jetzt irgendwie... Moment. Ach, hier wird mir sogar angezeigt, wo genau die stehen. Oh, das ist geil. Okay. Das ist extrem geil, das gefällt mir. Wo bin ich? 10. Okay, dann können wir ja gleich mit dem... Ach, der kommt mit, deswegen ist er vorhin so komisch gegen den Schrank gelaufen. Okay. 5, 5, 5. Ja, wir sollten die Aufzüge echt öfter mal verwenden. あの顔に傷のある男は荻野俊作と言って被害者の的場ユリと言い争っていたことだ。言い争ってた？つまりあの男には被害者を殺す動機があったっていうことか。いや、その点に関してはちょっと確かめたいことがある。俺一人で行ってくるから、服部はここで待っていてくれ。 おじさん、僕の友達見なかった？茶色い髪の女の子なんだけど。知るか、違え。30分ぐらい前にはぐれちゃったんだけど、おじさんその頃ここにいた？しつこいガキだな。うせろ。 どえらい歓迎されとったな。まあな。けど分かったことが一つあるぜ。死体に残された考察の跡から判断して犯人はおそらく右利き、と思われるが。いやー、分からんで。左利きであることを隠すために、わざと左手の力抜いて首絞めたのかもしれへんし。 Denselben Gedanken hatte ich nämlich auch schon, dass sie bei ihm mal sagen, der ist Rechtshänder, aber der kann doch auch mit der, das absichtlich mit den anderen Händen machen oder so. Das ist doch nicht wie beim Schreiben, dass man es irgendwie lernen muss oder so. Wenn er die erwirkt hat, dann braucht er doch nur mit der einen Hand fester zudrücken und schon ist es mal auf der anderen Seite stärker. Ja, und jetzt? Was willst du, Kleiner? Warum klotzt du mich an? Nee, es ist nichts, tut mir leid. Er hat geschärfte Sinne, was, aber er fühlt sich schuldig wegen irgendetwas. Ja, wo muss ich hin? Was soll ich denn machen? Notizen. Hole Informationen von diversen Personen. Empfinde etwas über Okinos Beziehung zu Kai heraus. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir zuallererst mal mit Kai. Wo ist der denn? Im 1. Stock, okay. Jetzt müsste auch bald mal diese Feier da sein. Die müsste doch. Sollte doch am Abend stattfinden, oder? Ja, gut, 21 Uhr ist es erst bei denen, von daher. Kann auch gut sein, dass es noch später ist. Diese Türen sind echt wie in so einem Spukgemäuer. Hi. Mirapolis Owner no Kai-Sachou to Hisho no Oikawa Megumi.
の社長は毛利のおっちゃんと一緒に殺人事件現場を見に来た言うてたな。ああ、でその時社長は被害者の女性を知っているのに知らないふりをしている様子だった。ふーん。それと秘書の及川めぐみは社長の愛人という噂もある。ふーん、おもろいやんけ。ちょっと声かけてみようか。こんばんは。やあ、コナン君。こんな時間に一体どうしたんだい？ちょっと小五郎のおじさんに聞いてこいって頼まれて。社長さん、今日の夜7時半頃どこで何してたの？はは、アリバイの調査だね。けど私のアリバイならさっき毛利探偵に直接お伝えしたはずだが。おじさん忘れちゃったのかもしれないからもう一度教えて。午後7時から8時の間、私は秘書の及川君と一緒だった。執務室で打ち合わせをしていたものでね。社長は執務室の外へは一歩もお出になりませんでした。一緒にいた私が保証しますわ。明らかな嘘だ。午後7時半頃、甲斐社長はこの場所で顔に傷のある荻野と会っていたはずだ。二人して口裏を合わせているのか。聞きたいことはそれだけかね。左手に時計をはめているってことは甲斐社長は右利き。悪いけど私たちはこれから来賓の方をお迎えしなければならないんだ。ありがとう。Okay. Das hat uns jetzt aber auch nicht so wirklich viel weitergebracht. Zu wem können wir noch? Eigentlich zu mehreren Orten. Ich komme echt zu mehreren Ordner. Ich würde jetzt mal im dritten Stock anfangen, denn es sind ja jede Menge Personen. Welche finde? Das hier? Ist der Hof? Ne, da war nicht hin. Ist die Hotellobby, sehr schön. Wenn wir immer die Aufzüge benutzen, dann müssen wir auch nicht immer die ganzen Stockwerke absuchen, sondern dann gehen wir einfach direkt. Warum kann ich eigentlich. Achso, wir sind im zweiten, okay, vergesst es. Dann sagen wir, warum kann ich in den zweiten gehen, aber das sind wir wahrscheinlich gerade. So, wo sind die denn jetzt alle? Okay. Also die hatten einen Fall, die suchte ihre Dienstmädchenkleidung. Also an der kann man echt vorbeilaufen. Ich meine, Entschuldigung, wenn man jetzt von... Ja, jetzt funktioniert es nicht. Wenn du von hier kommst und hier einfach so lang läufst, dann springt die Kamera direkt an ihr vorbei. Die steht so unauffällig in der Ecke. Oh, meine Schwester ist immer so. Sie schnappt mir mit Jungs weg. Sie ist ein Teufel. Die hat auch keine anderen Probleme, oder? Also die Ecken zu überprüfen ist echt schwer. Halte dich aus meiner Untersuchung raus.
Hier helfen uns ja mal wieder viel. Okay, hier ist nichts mehr. Warte. Aber der Lappen muss auch noch hier sein. Wo ist der denn? Wo ist der Typ? Ah, da drüben steht er. Imaizumi Naoya. Dajare zuki no moto warai genin. Kai shachou ni koki tsukaware urandeiru rashii. Shachou o urandotta. Oji-san, chotto kikitai koto ga aru nda kedo. Nandai? Dajare nara ippai shitteru yo. いや、そうじゃなくて今日の夜7時半から8時の間おじさんどこで何してたの？夜7時半から8時の間その時間だったらそうそう、歌子夫人に頼まれてオーナー夫妻の部屋に飲み物を届けに行ってたんだ。飲み物？その時歌子夫人はスピーチの原稿を書いててね、僕がスピーチを面白くするコツをいろいろと教えてあげたんだ。スピーチを面白くするコツって？まあ主にダジャレだね。どんな内容か聞きたいかい？ああ、いいよ。それよりおじさんが歌子さんと話してたのはどのくらいの時間だったの？時間？そう、20分くらいだったかな。でもそんなこと僕に聞いてどうすんの？ちょっと友達と探偵ごっこをね。探偵ごっこそうか、アリバイの調査だね。今ので僕のアリバイ成立かい？アリバイありなんちゃって。はい、どうも。Der Typ ist sowas von schlecht, das ist unfassbar. Jetzt sind die beiden in den vierten Stock gegangen. Sollen wir sie mal verfolgen? Komm, ganz ehrlich, wir gehen jetzt zu denen in den vierten Stock. So, vierter Stock. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns nochmal irgendwas sagen, aber man kann es ja probieren. Wer weiß, was es bringt. Was ist hier eigentlich? Ach, komm mal nicht rein, schade. Mr. Kai, zu dem Zeitpunkt, seien sich die beiden unterhalten zu haben, mich interessiert seine Beziehung zu Mr. Okino. Was ist los mit dir, Conan? Hast du dich verlaufen? Ich habe einen angsteinflößenden Mann in Mirabolis gesehen. Er hatte eine Narbe im Gesicht und sah wirklich gemein aus. Haben Sie nicht mit dem Mann geredet? Ist er Ihr Freund? Nein, so eine Person kenne ich nicht. Gut, lassen wir den Sicherheitsdienst nach ihm suchen. Mist, er hat sich gut aus der Affäre gezogen. Mr. Kai weiß etwas. Es wäre hilfreich, wenn ein anderer für mich mit ihm reden würde. Ja, wie wär's denn mit Kokoro? Der hat doch... Was das angeht, immer die besten Möglichkeiten mit den einen zu reden, aber ich habe gerade eigentlich die Dings gesucht und die scheint nicht mehr hier zu sein. Möchte wieder hier irgendwo übersehen? Ah ja. Während des Zeitpunkts des Mordes? Ja, Mr. Kai war in einer Besprechung mit mir. Wirkt sie nicht sehr nervös? Was macht sie noch verdächtiger? Okay, so aus den beiden kriegen wir echt nichts mehr raus. Jetzt mal mit Stockwerk 8. Aber ich glaube, wir kriegen erst in den oberen Etagen wieder was raus. Die wird uns hier kaum weiterhelfen. Mann, Conan, hör das an. Ich bin von Detective Marie befragt worden. Holla. Was haben sie ihm gesagt? Ich habe den namensgesichtigen Mann an einem ganz anderen Ort gesehen, als der Mord am Pool geschah. Als ich ihm das erzählt habe, begann Detective Marie angestrengt nachzudenken. Das war so beeindruckend. Könnte es sein, dass Okino überhaupt nichts damit zu tun hat? Okay, jetzt haben wir eine interessante Information bekommen.
Mr. Okinos Alibi. Als Mrs. Matoba getötet wurde, sah Moe Mr. Okino an einem anderen Ort. Das bedeutet... Okay, hast du noch was zu sagen? Hast du nicht? Okay. Ja, dann geht die Hinweissucherei ja genau weiter. Aber ich war eigentlich nicht damit darauf vorbereitet, dass wir jetzt Hinweise suchen. Also ich dachte zwar, wir müssen mit den Leuten reden, das ist klar. Aber okay, die anderen sind im 10. Aber dass wir jetzt so mit den wieder Hinweise suchen müssen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich kriege hier ran und die anderen noch irgendwelche Hinweise. Wir sind alle in ihrem Zimmer, oder? Hier ist niemand. Ich finde es schade, dass man nicht zwischen den Charakteren wechseln kann. Oh, hi. Mit Sicherheit haben sich Mr. Kai und Mr. Okino unterhalten, bevor der Mord geschah. Besteht da eine Verbindung zu dem Mord? Es sieht so aus, als ob Mr. Kai einige Leichen im Keller hat. Ich gehe der Sache besser nach. Viel Glück, Detektiv. Kennen sich Kai und Okino. Bevor Mrs. Otaba starb, unterhielten sich Kai und Mr. Okino über etwas. Ich werde mir Notiz machen. Ja, dann mach dir mal deine Notiz. Was ich gerade sagen wollte, ist, es wäre cool, wenn man zwischen den Charakteren wechseln könnte. Wenn man jetzt einfach mal mit Heiji rumlaufen könnte oder so. Das hätte schon irgendwie Style. Wie auch immer, ich halte es für falsch. Sobald Conan und Heiji involviert sind, geschieht jedes Mal ein Mord. Weil ihr ständig gefragt habt, bin ich mitgekommen. Ich hätte mir allerdings einen romantischeren Ort vorgestellt. Ich finde diese Situation auch nicht spaßig. Das nächste Mal werde ich euch nicht mehr entscheiden lassen, wo wir reisen. Merkt euch das. Hey, ich bin irgendwie verhext worden. Wie wäre es, wenn du wieder runterkommst, Heiji? Nun, es ist ja nicht eure Schuld, dass ein Mord geschehen ist. Macht also weiter und löst den Fall. Ah, verstehe. Beruhig dich einfach wieder, bitte. Hey, du hättest ruhig ein wenig in Schutz nehmen können. Tut mir leid, ich konnte dir da nicht helfen. Ihr beiden steht euch ziemlich nah, nicht wahr? Du Kleiner, du benimmst dich einfach wie ein Kind. Immer wenn es dir in den Kram passt. Alle haben sich so darauf gefreut, herzukommen, und dann muss so etwas passieren. Wir lassen uns nicht aus unserem Zimmer, was ist nur passiert? Ah, ich bin am Verhungern. Wenn ich gewusst hätte, dass wir nicht raus dürfen, hätte ich mir viele leckere Sachen besorgt. Mitsuhiko, darf ich dir etwas fragen? Ah, Conan. Kennst du den Mann mit der Narbe im Gesicht? Hast du ihn gesehen? Seit der Feier, auf der er mit der Dame mit der Sonnenbrille gestritten hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay, danke. Oh, stimmt, die beiden kennen sich wahrscheinlich. Debatte: Okino Matoba. Mitsuhiko sah, wie sich das Opfer von Mr. Okino unterhielt. Bestand eine Verbindung zwischen ihnen? Okay. So, wie viele Hinweise müssen wir diesmal eigentlich sammeln? Ich habe keine Ahnung. Spreche jetzt vorsichtshalber nochmal mit Ei. Jetzt immer doppelt mit den Charakteren. Siehst du? Shinichi, erinnerst du dich? Auf die rechte Seite des Opfers wurde erheblicher Druck ausgeübt. Ja, da ist der Mörder wahrscheinlich Rechtshänder. Aber der Mann mit dem Namen Gesicht scheint Linkshänder zu sein. Heißt das, dass Mr. Okino nichts zu tun hat mit dem Mord? Mr. Okino ist Linkshänder. Mrs. Otabas Mörder ist wohl Rechtshänder. Der verdächtige Mr. Okino ist auf jeden Fall Linkshänder. So, okay. Wo sind die nächsten? Im 11. Stock. Die Dingsnadel habe ich euch übrigens auch noch nicht gezeigt, das machen wir noch mit. Aber die wird später sowieso noch zum Einsatz kommen, von daher war es jetzt nicht, also hier den Anstecker meine ich. So, wo ist jetzt? Aha. Ich habe das Material von Noyama, aber ich kann es für meine Rede nicht verwenden. Sie scheint dann etwas zu arbeiten, ich denke, ich werde später wiederkommen. Okay. Dann sprechen wir... ja. Dann gehen wir nochmal in den Hof. Und sprechen wir mit den beiden. こら驚いたな。ミラージュの花山凛でないか。こんな場所に一人でおるやなんて、どないしたんや。
んだ。どうしたんだい？リンダ、どうして？姉ちゃん、ひどい。私が京一のこと好きなの知ってるくせに、お姉ちゃんは京一と。誤解だよ、リンダ。私たちはただイリュージョンの練習をしていただけで。そんなのただの口実だわ。京一はお姉ちゃんと二人きりになりたかった。いつだってそう。私が好きになる人はみんなお姉ちゃんのことを。リンダ、私が欲しいものはみんなお姉ちゃんが奪ってしまう。水中イリュージョンの人魚姫の役だって本当は私がやりたかったのに。だったらやってみる。やれるもんならやってごらんなさいよ。私ができないこと知ってるくせに。意地悪いってごめん。でもね、これだけは分かってほしいの。私たち別にあなたのことを。お姉ちゃんなんか大嫌い。お姉ちゃんなんか死んじゃえばいいんだわ。こんばんは。君はさっきの。Jetzt sag nicht, dass Mr. Mori hier ist.俺は初めましてやな。服部平次、西の高校生探偵や。君たちもしかしてさっきのやりとりを見てたのか。たまたまな。私たち別にリンダをのけものにしたわけじゃないのよ。なのにあの子が誤解して変なこと言うもんだから。お姉さんのこと嫌いって言ったのはリンダさんの本心じゃないと思うよ。ありがとう、坊や。優しいのね。実は僕も友達と喧嘩しちゃって。友達ってあの大人っぽい感じの女の子？うん、僕そのことはぐれちゃったんだ。灰原って言うんだけど見かけなかった？私たちずっとここにいたから。ずっとここに？二人きりで？ええ。そう。じゃあもし友達を見かけたら僕が探してたって伝えてくれる？わかったよ。早く仲直りできるといいわね。お姉さんたちもね。Okay, Leute, da haben wir ja wieder eine Menge mitgekriegt, was wir eigentlich gar nicht hätten mitkriegen sollen, aber vollkommen egal, wir haben es mitgekriegt. Und das sogar jetzt nehme ich direkt noch ein Part auf, allerdings mache ich für den hier jetzt einen Cut. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.